Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Walburga von der schönen Heldin. Ja, und es geht natürlich heute um das Thema die Jeanshose. Wie ist sie sportlich, wie ist sie schick und tauglich fürs Büro? Und ich denke mir, das ist das, was viele, viele Frauen interessiert, dass man natürlich auch im Büro mit einer Jeans heutzutage sehr gut im Casual aufgehoben ist. Man muss halt eben nur wissen, wie man sie trägt. Und auch nicht zu viel drumherum und zu viel Schal, so Gedöns und Getrüddle, sodass halt eben dann die Jeans, auch wenn sie schön ist, zur Geltung kommt. Ja, und einmal möchte ich euch noch kurz aufmerksam machen auf unseren Outfit-Workshop, der ja am 20.10. um 19 Uhr beginnt. Und es haben sich, glaube ich, schon über 130 Frauen angemeldet. Und ich freue mich natürlich riesig, euch wieder ganz, 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 ganz viel zu erzählen. Und bedanke mich natürlich auch, weil viele Frauen schreiben mir, ach, deine tollen Tipps und ich habe schon so viel umgesetzt und das gefällt mir so gut. Oder die, die mich neu entdeckt haben, die liebe Barbara aus der Schwitz, ne, die so gerne Model hier wäre. Ja, und wenn ihr hier irgendwo in der Nähe wohnt, freue ich mich natürlich. Die Mädels bei YouTube sagen, bitte mal ein Model in Kleidergröße 42. Und wer hier irgendwo in der Nähe wohnt und mal hierher kommen möchte, den lade ich natürlich herzlich ein, einfach morgens mal mit mir ein Video zu drehen in der Kleidergröße 42. Und da würden sich natürlich ganz, ganz, ganz viele Frauen freuen drüber. Und ihr könnt euch ruhig trauen, wir beißen hier nicht. Und es wird bestimmt auch ein Riesenspaß für euch selber werden. Ja, und jetzt komme ich natürlich zu unserem Thema heute, Jeanshose. Wir haben ja jetzt wieder die etwas gepflegtere Jeanshose und alles, was so total mit Löchern verranzt, verhunzt, verbürstet und was weiß ich ist, ist etwas in den Hintergrund getreten und es ist einfach wieder, wie ihr seht, die schöne, gepflegte Hose, die auch natürlich mega bürotauglich ist, ebenso auch die schöne helle Form. Wir haben jetzt im Herbst natürlich eine schöne dunkle und eine schöne helle und beide könnt ihr natürlich stylen. Wenn wir jetzt mal einmal ein schönes Sweatshirt nehmen für den Frühlingstyp, dann könnt ihr sehen, wie schön das auch im Büro aussieht, wenn man nicht unbedingt den Anzug tragen muss oder das Kostümchen. Aber es ist ein sehr schönes, gepflegtes Sweatshirt, was natürlich auch ein bisschen warm und ein bisschen muckelig ist, weil ich glaube, die Büros ja auch nicht mehr so viel beheizt werden. Also ob ihr das auf der hellblauen oder dunkelblauen tragt, spielt überhaupt gar keine Rolle. Und auch für den Sommertyp halt eben ein freches, schönes, kuscheliges Sweatshirt fürs Büro. Und viele Frauen können heute natürlich im Büro sitzen und haben halt eben gerade am Casual Friday auch mal etwas an, was ein bisschen bequemer ist. Und auch das ist innen drin ganz warm und schön gefüttert. Und es ist auch ein bisschen schwerer von der Qualität. Hat schöne Taschen hier auf der Seite und ist natürlich einfach auch lässig und schön. Der Herbsttyp, der darf mal im Leo-Look ins Büro und das finde ich einfach auch mal ein süßes kleines Sweatshirt, ne, wenn man morgens, ich soll mal ein bisschen näher kommen, wenn man morgens mal im Büro die Raubkatze macht, ja, oder wenn ihr euch Partner, Kollegen habt, der euch ärgert, dann sagt ihr, ich lasse gleich die Raubkatze raus, ja. Also auch ganz so süß gemacht mit den schönen Leoparden drauf und dem McCain-Emblem. Sehr sportlich, sehr schön, tolle Farben. Und der Wintertyp kriegt natürlich ein schönes schwarzes Kapuzenteil. Das ist für ihn halt eben ein bisschen extravagant, ein bisschen schick, schöne Qualität in Strick mit einem schönen kleinen weißen Streifen. Und das kann er natürlich sehr schön auch zur hellen Jeans tragen. Natürlich auch mal zu beigen Jeans, zu cremefarbenen Jeans oder zur steinfarbenen Jeans. Jeder kann die Jeansfarbe ja in seinem Farbtyp auch wählen, wenn er möchte. Aber hier haben wir gesagt, wir wollen mal einmal die schöne, normale Standard-Jeans haben. So, wenn wir jetzt aber ein bisschen schicker sein wollen, dann nimmt der Frühlingstyp natürlich einfach eine süße kleine Bluse. Und dann seht ihr, bekommt, dann tritt die Hose etwas in den Hintergrund und die Bluse kommt etwas raus. Und da sieht man, das ist eine sehr schöne, sehr edle Bluse fürs Büro. Hinten auch mit so kleinen Knöpfchen. Und das ist dann schon auch mit der Jeanshose und dem und auch mit der dunkelblauen kann man definitiv auch zum Meeting. Für den Sommertyp gibt es das schöne Jeanshemd. Und ihr seht, dann hat man schon fast einen kleinen All-Over-Look. Und das ist das, was ihr auch gerne tragen. Das könnt ihr auch mal offen lassen und könnt mal ein kleines T-Shirt in eurer Farbe unten drunter machen. Und die Herbstfrau, die ins Büro geht, die sagt natürlich,
Ich habe ein edles Blüschen an und auch da könnt ihr sehen, ist die Jeanshose in hell sehr schön dazu. Aber auch die dunkle finde ich hier, wie ihr seht, sehr, sehr, sehr bürotauglich. Ich sehe mir ja auch einige Stylistinnen an, die bei Instagram und Co. unterwegs sind, die natürlich sehr, sehr viel Mode haben, die natürlich einfach weder straßentauglich ist, noch bürotauglich ist, weil wir wissen selber, wir können nicht halbnackt mit Bustiers, wo oben nichts, unten nichts ist, ins Büro gehen, es sei denn, es vielleicht ist eine abgefahrene Werbeagentur oder sonst was, aber, oder Friseur oder wo man eben in abgefahrene Läden mit High-Quality-Leuten arbeitet, die so modisch gestylt sind, aber wir, das ist auch ganz wichtig, möchte ich zwischendurch bei der schönen Heldin auch betonen, wir sind das Haus für Business-Bekleidung, Business-Garderobe, für die Lady, die halt eben jeden Tag, so wie diese hier als Wintertyp, gepflegt ins Büro gehen möchte und hat hier auch eine sehr edle Bluse, eine sehr schöne, großer Stretch-Anteil drin, sehr schöne kleine Biesen hier unten. Auch die Schulter ist sehr schön gearbeitet, also durchaus eine Bluse, die unterm Kostüm geht, unterm Anzug geht und natürlich zu der schönen Jeanshose. Dann haben wir, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ich hier bin, dann haben wir auch, wenn wir es mal fürs mit Bläserchen machen wollen, jetzt habe ich eine Hand zu wenig, haben wir die Jeanshose auch sehr schön. Ich lege die jetzt mal auf Seite und dann habt ihr die Jeanshose sehr schön Ton in Ton mit einem Bläser. Und unterm Blazer könnt ihr ein Short anziehen oder ihr habt es ganz schön im monochronen Look, wo man sagt, okay, es ist edel, es ist schön. Und der Kochbläser hat ja wieder Einzug gehalten. Dazu gibt es auch eine sehr, sehr schöne Korthose. Wer das als Anzug will und die Jeans mal weglässt, seht ihr, habt ihr wieder einen schönen Anzug für die Frauen. Und das lieben wir ja, die Ton in Ton hat eben auch die Modemöbel. Also da mal mit Jackett. So, hier haben wir auch mal mit Jackett die Hose für den Sommertyp in dunkelblau. Und ihr seht, hier habe ich es mal ein bisschen. So, das ist quasi dunkelblau mit einem schönen Mintton für den Sommertyp. Und ihr seht, dass auch die Jeanshose wieder sehr edel, sieht sehr gut aus. Und ich glaube nicht, dass irgendein Chef sagt, gehen Sie mit Ihrer Jeanshose wieder nach Hause, weil so können Sie im Büro nicht rumlaufen. Weil da macht es natürlich auch das Ganze, die Kombination und die edle Bluse. Und wenn der Herbsttyp sagt, ich will halt eben mein ganzes Outfit ein bisschen sportlich, ein bisschen frischer haben und ein bisschen Leo, dann habe ich den schönen Leo-Blazer, den könnt ihr anziehen, einfach nur mit Wäsche, mit einem schönen kleinen T-Shirt. Ihr könnt es aber auch offen lassen und habt unser kleines Füchschen-T-Shirt unten drunter. Und dann habt ihr die Jeanshose auch für den Herbsttyp mit Blazer kombiniert und schönem T-Shirt kombiniert. Und ihr seht, für jeden ist die Jeanshose halt eben einfach tragbar. Und last but not least haben wir unseren Wintertyp. Da habe ich euch mal ein sehr schönes T-Shirt in traumhaft schöner Qualität. Alle Teile kriegt ihr natürlich bei uns im Onlineshop unter www.shopschöneheldin.de. Und manchmal muss ich auch mal zwischendurch Danke sagen, ne, für die Katharina im Hintergrund, die immer die ganze Arbeit die Woche über macht und unsere Instagram-Account betreut und unseren Facebook-Account betreut und natürlich die schöne Heldin und den Online-Shop. Ihr seht, sie hat viel zu tun. Und hier haben wir das für den Wintertyp. Auch edel, zwar etwas frech und natürlich auch ein bisschen extravagant, auch die Farbzusammenstellung. Aber man kann natürlich auch einfach ein schlichtes, schwarzes Shirt unten drunter anziehen und die Jeanshose drauf. Und auch da dominiert eben der Blazer und das Shirt. Und so habt ihr jede Menge schöne Kombinationen für alle Farbtypen. Und es macht einfach Sinn und es ist wesentlich einfacher, wenn ihr euren Farbtyp kennt. Das werdet ihr auch im Online-Workshop werdet ihr das sehen, dass man das also sehr schön aufbauen kann, wenn man die einzelnen Farben nicht zu durcheinander in den vier verschiedenen Farbtypen und Stiltypen halt eben zusammenstellt, weil der Kleiderschrank ist ja halt eben einfach unsere Visitenkarte, es ist unser Aushängeschild für unseren Job und für unsere Arbeit. Ja, und ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert, der sich ja mit großer Freude verbreitet. Und ich hatte wieder Besuch aus Bremen, aus der Nähe von Ludwigsburg. Und den dritten Ort habe ich jetzt gerade nicht parat, die so weit hierher fahren. Und auch die sagen, der weiteste Weg lohnt sich, ihr Lieben. Ihr denkt immer dran, ja, wir sind nicht irgendwer, drum tragen wir auch nicht irgendwas. Ihr Lieben, schön von der schönen Heldin, ganz liebe Grüße von eurer Walburga.
Ihr Lieben, schaut weiter zu und wir freuen uns auf jede Menge YouTube-Abonnenten. Abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. Ihr Lieben, ich grüße euch, eure Walburga vom Fashion Talk Samstagmorgen.